Gesetzlich ist das, was dem Gesetz entspricht. Und grundsätzlich ist auch gesetzlich, was dem Gesetz nicht widerspricht. Grundsätzlich leben wir ja in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat und dort gilt grundsätzlich, erlaubt ist, was nicht gesetzlich verboten ist. Und die Gesetze wollen auch nur das verbieten, was vielleicht das Zusammenleben der Menschen schwer macht. Wir sind ja heutzutage in einem Staatswesen, dessen Grundlage irgendwo die Aufklärung ist und die Philosophie der Aufklärung, wo sich die ganze Staatskunde entwickelt hat. Und dort, das steht in der Tradition des Liberalismus, und dort heißt es, der Mensch will frei sein. Der Mensch ist frei geboren und er will frei sein. Es gibt, ich glaube, Milton Friedman, so ein Ökonom, hat mal gesagt, man wants to be free. Ich bin spiritueller Lehrer und Yoga-Lehrer, nicht hauptsächlich Wirtschaftswissenschaftler, Philosoph und Staatskundler. Ja, ich sage auch, die Sehnsucht des Menschen nach Freiheit ist die Sehnsucht nach spiritueller Freiheit, nach Erleuchtung. Aber auf dem Weg dorthin gibt es eben auch die Sehnsucht nach Freiheit. Und so entstand so diese Theorie, die es letztlich schon auch bei Aristoteles gibt, das ist ja nicht im 17., 18. Jahrhundert erfunden worden. Wir finden das auch in der Staatsphilosophie in Indien, wo es eben auch heißt, Mensch soll erstmal frei sein und nur wenn die eigene Freiheit die freie Entfaltung anderer behindert, dann muss seine Freiheit eingeschränkt sein. Wenn ich zum Beispiel den Wunsch hätte, viel Besitz zu haben und deshalb anderen etwas wegnehmen. Oder wenn ich den Wunsch hätte, in jedes Haus einfach zu gehen und dort einfach zu schlafen, behindert es die Freiheit anderer. Also gibt es Gesetze, die sagen, was gilt es zu beachten, damit der eine Mensch seine freie Entfaltung haben kann und der andere dort nicht behindert ist. Und das ist der Ursprung der Gesetze, ein gerechtes Staatswesen zu haben, wo die freie Entfaltung des Einzelnen möglich ist und dabei die freie Entfaltung anderer nicht behindert. Dass das in der Praxis nicht so einfach ist und es nicht so einfach ist, ein gerechtes Staatswesen zu haben und dass manche Gesetze ungerecht sind und so weiter, ist eine andere Sache. Aber es ist erstmal gut, dass man sich bewusst macht, es gibt schon kluge Grundlagen für Gesetze. Und es ist gut, sich gesetzlich zu verhalten. Und es ist auch gut zu überlegen, wie kann man eben den Gesetzen zu folgen. Aber natürlich, die ethischen Grundsätze stehen auch über dem Gesetz. Auch in, ich glaube sogar in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland gibt es das Recht auf Widerstand gegen ungerechte Gesetze. Sollte mal ein Gesetz erlassen werden, was den Menschenrechten entspricht, und letztlich der Verfassung entspricht oder widerspricht, dann muss man sich nicht an diese Gesetze halten. Zum Beispiel gab es ja auch das Dritte Reich und da war einiges ungesetzlich. Und manches, was gesetzlich war, war offensichtlich unethisch. Es gibt also eine übergeordnete Ethik, die über dem Gesetz steht. Und es gibt auch eine Ethik, die weitergeht als das Gesetz. Ich meine allerdings glücklicherweise in unserem heutigen Rechtsstaat in der Bundesrepublik Deutschland kann man schon davon ausgehen, der Grundgedanke der Gesetze entspricht der Ethik und letztlich ist das Gesetzeswesen und das Rechtswesen und der Sozialstaat erst einmal Ausdruck von höherer Ethik und von letztlich höherer Staatsphilosophie und Ethik. Wie stehst du zum Thema gesetzlich oder ungesetzlich? Ob ich dir raten soll, das in die Kommentare zu schreiben, weiß ich jetzt nicht, denn es wird ja alles von allen möglichen sichtbar. Aber überleg das mal. Im Zweifelsfall ist es immer gut, sich gesetzlich zu verhalten.